tierfrei, denn das ist natürlich eindeutig ein Tier. Der Versuch beginnt mit einem Embryo, nach dem deutschen Tierschutzgesetz ist jetzt noch kein Tier, aber wenn es dann schlüpft, ist ein Tier. Der Versuch wird mit 48 Stunden dann in dem Stadium beendet. Es sollte, wenn alle physiologischen und histologischen Parameter stimmen, mit 48 Stunden noch kein Schmerzempfinden da sein. Aber es zeigen sich ganz deutlich alle Schäden, die interpretierbar sind. Und das ist der Kompromiss, den der deutsche Industrienormenausschuss dann akzeptiert hat. Der ist dann ins Abwasserabgabenverordnung eingeflossen, ist in irgendwelche Gesetze noch eingeflossen. Es war eine schreckliche Konfusion, weil erstmal nur beide Tests erlaubt waren, der Test mit der kleinen Wolfraffe und der Test mit dem Zebrafisch-Embryo, was natürlich wieder illegal war. Wir hatten ein Jahr einen voll illegalen Zustand in Deutschland, denn in dem Moment, wo eine Alternative anerkannt ist, darf der Tierversuch nicht mehr gemacht werden. Aber es gab ein deutsches Gesetz, das es trotzdem noch erlaubt hat. Also den Wahn hat dann tatsächlich der Minister eingesehen und hat beschleunigt das Gesetz geändert, sodass jetzt nur noch die Alternative möglich ist. Gab dann noch einen kleinen Trick einzulösen: wenn wir diesen Test international machen wollen, muss es auch mit anderen Embryonen gehen, denn nicht alle Länder haben den Zebra-Werbling im Programm. Kurz abschließend, was können wir bei Refinement noch weiter beachten? Sie sehen, dass ich hier mal so was für Quantensprünge reingemacht habe. Wie hat sich die Versuchszirkunde so entwickelt? Man hat mit hygienischen Anstrengungen diesen Missstand endlich beseitigt, dass wie in den 60er Jahren noch mehr Tiere an banalen Infektionen in der Tierhaltung gestorben sind als im Versuch. Das war damals so. Eine DFG-Umfrage 64 hat das eindeutig bewegt. Wenn heute in einem normalen SBF-Betrieb eine Maus stirbt, dann läuft das Haus zusammen. Was ist passiert? Was ist los? Wieso ist diese Maus gestorben? Es darf einfach nicht passieren, dass Tiere an banalen Sachen sterben. Das ist allerdings heute so ein bisschen das regulative Niveau, und erst wenn jetzt die neue EU-Richtlinie in Kraft tritt, haben wir einen weiteren Sprung gemacht. Es ist einfach viele Jahrzehnte lang nur zu sehr auf die Hygiene geachtet worden, was sicher wichtig war, ohne Hygiene geht gar nichts. Aber bitteschön, wir haben es mit Tieren zu tun, wir sollten vielleicht wirklich anfangen, auch die Bedürfnisse dieser Tiere zu sehen. Was möchten die denn? Die wollen nicht unbedingt langweilig in einem Kästchen drin sitzen, also Enrichment anbieten. Tiere, die sozial leben wollen, nicht einzeln halten auf jeden Fall. Das sind also einfach solche Punkte, die man berücksichtigen muss. Und in der neuen EU-Richtlinie ist, wenn auch nicht so ganz toll zufriedenstellend, einfach drin, dass ökologische Einzelhandel wenigstens umgesetzt werden können. Andere Verbesserungen will ich nur noch erwähnen, so zur Abrundung zum Schluss. Dass schmerzhafte Eingriffe in Narkose gemacht werden, das ist ja heutzutage Gott sei Dank selbstverständlich, da muss man ja nicht mehr diskutieren. Als ich anfing in der Versuchszirkunde, war Analgesie noch gar nicht selbstverständlich. Da war Analgesie, aber auch bei den kleinen Kindern noch nicht selbstverständlich. Da dachte man, die schreien halt. Ja. Das tut denen nicht weh, die können ja noch gar keine Nozizeption haben. Ist heute selbstverständlich, dass man bei Versuchen, wo damit zu rechnen ist, dass nach dem Aufwachen aus der Narkose Schmerzen vorhanden sein können, dass man eine Analgesie einsetzt, bevor aus der Narkose aufgewacht wird. Das ist an sich selbstverständlich. Die Operationstechniken haben sich geändert. Ah, hier muss ich mal den Text ändern. Nicht humane Endpunkte führen zu geringerer Belastung. Und wir können zunehmend umsteigen auf Versuche, die mit quasi Ex-Tieren gemacht worden sind. Beispiel: In Berlin gibt es eine ganz kleine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, in Spandau, wo die Schweine geschlachtet werden, mit ihrem ganzen Infusionsbesteck da zu sein, die Herzen noch schlagend entgegenzunehmen, mit dem Eigenblut der Schweine, das ungeringbar gemacht worden ist, zu perfundieren, mit den Herzen in ihr Institut zu fahren. Die können Herz-Kreislauf-Versuche machen mit diesem weiter bis zu 6-7 Tagen schlagenden Herz, die sie sonst nur mit jedem Tier machen könnten. Dem tut nichts mehr weh. Es haben sehr gute Ergebnisse gezeigt. Ex-vivo-Versuche könnten eine Übergangslösung auch sein.
Natürlich nicht für jemanden, der keine Schweineschlachten mag. Ganz klar, man muss da sehen, wenn jemand total gegen die Schlachten ist, dann muss er natürlich auch gegen die Verwendung von Schweineherzen sein. Aber wir müssen da in der Gesellschaft auch wieder sehen, wie kommen wir zurecht. Wir sind nicht 100% Vegetarier oder Veganer. Wenn wir das mal sein sollten, dann wird man das auch nicht akzeptieren, selbstverständlich. Dann akzeptiere ich auch das Ex-Vivo-Herz nicht. Und das so. Aber bis dahin sollten wir einen Wissenschaftler, der ein Organ eines zuvor getöteten Tieres verwendet in der Forschung, nicht schlechter behandeln wie irgendjemanden, der am Oktoberfest in den Händel beißt und das dann wegwirft. Der Wissenschaftler ist kein schlechterer Mensch, weil er die Ratte tötet, weil er die Leber braucht und mit der Leber Versuche macht. Da würde ich sagen, dass der das Händel angefressen wegwirft, vielleicht der Unedlere ist. Es muss auch konsistent sein, das Bemühen um Tierschutz muss irgendwo konsistent sein. Wir können nicht in einem Bereich quasi die Messlatte irrsinnig hochhängen und in dem anderen alles wurscht sein lassen. So, das ist mein Anliegen zum Abschluss zu sagen, dass wir auch in der Ausbildung darauf drängen müssen, dass die Studierenden zumindest in Biologie, Medizin, Tiermedizin wenigstens aufmerksam gemacht werden darauf, es gibt Ersatzmethoden. Wir haben ja in Konstanz jetzt einen eigenen Lehrstuhl eingerichtet für Ersatzmethoden, In-vitro-Methoden zum Tierversuchsersatz. Das richtig in der Universität verankern. Nur so muss es sein, dass gerade in der Grundlagenforschung, der für mich schon noch ein bisschen Problemfall ist, auch ein allmähliches Umdenken stattfindet. In der regulatorischen experimentellen Szene haben wir es ja relativ leicht, die Erfolge zu messen. Eine Alternativmethode ist dann erfolgreich, wenn eine Monographie im Arzneibuch ausgewechselt worden ist, wenn eine OECD-Richtlinie zurückgezogen wird und durch eine tierversuchsfreie Richtlinie ersetzt wird, dann ist es wunderbar, sagen wir, es ist toll. Haben wir es wieder mal geschafft, kleiner Schritt, aber in die richtige Richtung. In der Grundlagenforschung ist es nicht so einfach, die Erfolgserlebnisse zu haben, weil praktisch jeder einzelne Forschungsansatz hochgradig individuell ist. Wir müssten quasi für jeden einzelnen Forschungsansatz eine eigene Arbeitsgruppe aufstellen, zu sehen, was geht da noch anders, was geht alternativ. Oder Sie finden halt wirklich engagierte Forscher auch in der Grundlagenforschung. Und es gibt immer mehr, die sagen, hoppla, das kann ich jetzt aber schon ohne Tier machen, das kann ich schon ohne, das kann ich schon ohne Tier. Einfach dann stufenweise auch versuchen, die Tiere rauszunehmen. Aber es ist viel schwieriger als bei der Impfstoffprüfung. Viel schwieriger. Und es zeigt auch die Statistik letztlich. In den regulativen Versuchen, in der Toxikologie, sinken die Tierzahlen weiterhin ab. Die Toxikologen wollen ersetzen. Nicht immer aus ethischen Gründen, manchmal auch, weil es schneller geht und weil es billiger ist, aber sie wollen ersetzen. Und in der Grundlagenforschung, da dümpeln wir mit den Tierzahlen zwar auf dem gleichen Niveau, und manchmal geht es sogar ein bisschen in die Höhe durch die ganzen Tiere. Also da ist noch viel. Ein weites Feld zu beachten. So, das sparen wir uns jetzt. Das ist meine Lieblingsersatzmethode im Unterricht. Doch, die muss ich schnell zeigen. Ersatz vom Frosch. Früher hat man ja Frösche geköpft in der Physiologie und den Musculus gastrocnemius geärgert elektrisch. Und dann hat der gezuckt, das wurde aufgezeichnet. Ja, toll. Und dabei haben wir selbst so schöne Muskeln gezuckt, wenn man sie elektrisch ein bisschen ärgert. Man kann also den Daumenmuskel, den Adduktor einspannen in so ein Gerät. Und dann ärgert man den hier am Ulnaris ein bisschen elektrisch und dann fängt er an zu zucken. Ich kann viel bessere Ergebnisse mit so einem Ansatz gewinnen, als mit dem geköpften Frosch, wie früher im Physiologieunterricht der Fall war. Das war eine ganz tolle Alternative zum Schluss vorgestellt. Wer Alternativen im Unterricht sehen will, sollte vielleicht mal die Webseite besuchen. Da werden die nicht nur beschrieben, sondern auch bewertet. Das ist immer ganz gut. Was haben die für einen praktischen Wert, was Deutschland tatsächlich hat. So, dann bin ich mit meiner Rundreise am Ende. Ich habe natürlich vieles auslassen müssen, viele interessante Details, die es noch gäbe. Und normalerweise mache ich ja in Konstanz immer ein ganzes Semester. Jede Woche ist so eine Vorlesung. Und jetzt habe ich versucht, ein ganzes Semester in eine Dreiviertelstunde umzubringen. Entschuldigung, dass das ganz geklappt haben sollte. Vielen Dank.